Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe. Umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es besteht eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen sehen, was sie tun. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Da sind sie, da vorne. Geh du voran. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Imperio! Ringo! Komm, Ringo! Idioto! Ein Moment! Damit kommst du nicht davon! Hä? Ein unverzeihlicher! Idioto! Ich werde dich tun! Komm, Ringo! Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen. Oder heimlich. Ja! Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ein dehnbarer Begriff. Wie wahr? Das war relativ spaßig. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Confringo! Diese Mine gleicht einer Gruft? Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich, warum. Confringo! Sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft.
Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Revelio! Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Incendio! Confringo! Kein Wunder, dass sich Leute vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Revelio. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Confringo! Reparo! Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Incendio! Wir werden schnell mit Ihnen fertig. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat, Randall. Ja. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Abwehr. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Fast alle in meiner Hand! Du bist zum Sterben hier, was? Confringo! Confringo!
Descendo! Contringo! Descendo! Contringo! Nervioso! Incendio! Contringo! Wie haben wir aufgeräumt? Du bist nicht übel für einen Slytherin. Ihr Gryffindors seid nicht die Einzigen, die mutig sind. Ein Runensymbol über der Höhlentür. Confringo! Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Incendio! Würde mich nicht wundern, wenn wir noch mehr Runensymbole finden. Das war unerwartet. Was hast du da? Einen Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Wenn uns das Triptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morganach hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem Anwesen in Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut, und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn... Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und was ist die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Vielleicht hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh, ich weiß genau, wann's reicht. Unglaublich.